Hallo, ich bin Uwe Hünemeyer und ich befinde mich heute hier bei meinem Heimatverein Schwarz-Gelb-Bokel. Und wir wollen euch heute aufmerksam machen auf den Tag der Amateure, welcher dieses Jahr am 25. September stattfindet. Und dazu zeige ich euch heute, wo ich meine ersten Schritte als Fußballer getätigt habe. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass der Amateurfußball das Ohr bekommt, weil das ist so unsere Zukunft, unsere Basis. Hi, Uwe. Schön zu sehen. Ja, danke gleichfalls. Hier in Bokel zeichnet uns das Familiäre aus. Jeder ist für den anderen da, man kann sich immer aufeinander verlassen. Man hört auch hin und wieder mal einen Trainer in der Mannschaftsansprache erwähnen, ja Jungs, ihr könnt das schaffen, ne? Schaut euch Uwe an, ne? Das ist das passende Beispiel dafür. Allein der Anstrich gefällt mir natürlich. Ich glaube, ich saß wirklich ganz oft hier auf diesem Plätzchen. Das war, glaube ich, meist so meine Ecke hier. Ich finde, Amateurfußball hat absolut Charme. Die Leute stehen an der Seite, drücken ihrem Heimatverein die Daumen. Nach dem Spiel sitzt man zusammen, trinkt vielleicht eine Flasche Bier und es ist letztendlich egal, wie das Spiel ausgegangen ist. Von daher finde ich das ganz wichtig, dass dann trotzdem irgendwo genau in uns drin irgendwo ein Kreisliga-Fußballer steckt. Und wenn es dann nur die Flasche Bier nach dem Spiel ist. Erich, schön dich zu sehen. Ne? Also das ist Erich Freise, das war jahrelang unser erster Vorsitzender. Vieles, was man von dem hier sieht, was hier ist, ist auch aus Erichs Hand. Alles ehrenamtlich, vielen Helfern. Toll zu sehen, was Ehrenamt ausmacht und leisten kann. Ne? Und das macht es ja, glaube ich, in Bokel jahrelang schon aus. Ne? Hier auf dieser Bank, da waren andere gesetzt und habe dann hinterher mit den Jungs dann immer noch gerne ein Fläschchen Bier getrunken. Also ich fieber immer noch, wenn die antreten müssen und spielen müssen. Nee. Als ich dich verabschiedet habe hier und dann versuch dein Glück. Ne? Versuch dein Glück und mach das Beste daraus. Ne? Und wenn es dann nicht klappt, kannst du jederzeit wiederkommen. Ja, zum Glück habe ich es dann vielleicht geschafft und freue mich trotzdem, wenn wir da hinzukommen. Ne? Da waren wir auch unheimlich stolz. Ne? Boah, was haben wir die Daumen gedrückt? Ich war übrigens, als du in Dortmund dein erstes Spiel machtest, ne, der Kopfball. Gegen Bayern. Ja. Gegen Eckball, Kopfball. Leider so ein Stück vor der Linie. War vor der Linie. Ne? Ach, guck, die Tür steht auf. Die Tür steht immer für uns offen. Ich sehe immer sich schon aus. Ne? Das nehmen wir gerne. Vielen viel Dank. Spaß damit. Dankeschön. Finde ein schönes Plätzchen dafür und dann. Das bekommen wir hin. Das denke ich doch. In dem Sinne. Viel Spaß damit. Dankeschön, Uwe. Meldet auch ihr euch an für den Tag der Amateure am 25. September. Kommt raus und unterstützt euren Verein in der länderspielfreien Woche und nicht nur ins Stadion gehen zu den Bundesligisten, sondern auch an dem Heimatverein, wo ihr alle groß geworden seid, um eure Heimatvereine zu unterstützen. Denn das ist die Basis, die wir brauchen. Und ich würde mich freuen, wenn zahlreiche Vereine von euch für diesen Tag anmelden. Also reinhauen und anmelden.